Jo meine Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Freunde, wie ihr schon im Titel lesen könnt, gibt es heute mal wieder ein Amazon Fashion Video. Ich habe mir für euch 5 Pieces rausgesucht, die man auf Amazon ganz leicht kaufen kann, wo ich der Meinung bin, sie sehen gut aus, sind vom Preis extrem fair, haben eine gute Qualität und bei dem Kauf werdet ihr es nicht bereuen. Warum ich das Ganze mit der Amazon-Seite mache, ist ganz einfach. Ich finde, Amazon ist so eine Seite, die kennt jeder, die ist sehr seriös, da macht die keine Fehler. Es gibt keine Probleme beim Hin- und Herschicken, beim Versand, bei den Retouren gibt es keine Probleme. Ist eine wirklich seriöse Seite, ist jetzt nicht so wie AliExpress, wo die Sachen nach 13 Wochen ankommen oder so. Und auch einfach aus dem Grund, weil jeder irgendwann mal irgendwie zu irgendeinem Anlass Amazon-Gutscheine bekommt. Sei es von der Oma zu Weihnachten oder von der Freundin zu Valentinstag oder vom Chef der Firma zu einer tollen Arbeit, die er geleistet hat. Also deswegen denke ich, dass Amazon-Fashion-Videos immer ganz praktisch sind. Aber ihr könnt mir auch gerne unten in die Kommentare schreiben, auf welcher Seite ich ebenfalls nach günstigen, coolen Klamotten suchen soll. Ja, Freunde, wie gesagt, habe mir heute 5 Sachen rausgesucht und fangen an mit der ersten Hose. Und hier hätten wir eine Trackpants. Eine Trackpants von der Marke Deadstock. Ich habe schon mal ein Video über die Marke Deadstock gemacht. Checkt das gerne mal irgendwo unten in den Videos ab. Kurz zu Deadstock, ich fand die Produkte relativ cool. Vom Preis waren die okay, hatten eine sehr gute Qualität und einen sehr, sehr, sehr nice Fit. Bei der Hose hier für 45 Euro kann ich euch nur sagen, ist das ein sehr guter Preis. Die Hosen haben eine sehr gute Qualität, haben auch eine gute Bewertung, werden oft gekauft, auch von vielen Instagramern und Influencern getragen. Ich finde die Hose cool. Gibt es in vielen verschiedenen Arten und Modellen. Also ihr könnt die Marke Deadstock einfach abchecken. Aber diese Trackpants finde ich insbesondere sehr cool. Einfach wegen den Streifen an der Seite und wegen den Farben. Hat einen gewissen Touch von Gucci, logisch. Aber nicht alles, was rot und grün ist, ist gleich Gucci. Denn die Straßenampeln sind auch rot und grün. Und keiner sagt, die sind von Gucci. Wisst ihr, was ich meine? Und wie gesagt, für 45 Euro macht ihr da nichts falsch. Als nächstes eine New Era Cap. Und jetzt kommen die ein oder anderen damit an. Ja, New Era Cap kann ich überall kaufen. Aber nicht zum Preis von 20 Euro. Ist eine coole Cap. Viele fragen mich immer, ja, John, woher hast du denn diese Fear of God Base Cap? Meine Fear of God Base Cap ist eine ganz normale New Era Cap, ebenfalls wie die. Guckt nur, dass ihr eure richtige Größe da habt, weil die sind immer so Standard-Fit. Die gibt es immer in S, M, L, XL und die kannst du nicht verstellen, deswegen solltet ihr da schon eure Größen kennen. Gibt es in sehr vielen Varianten. Ich habe mir hier für euch eine komplett schwarze rausgesucht. Schwarz kann man immer tragen, zu allem tragen, zu sehr vielen Anlässen tragen. Und wie gesagt, zu diesem Preis macht ihr bei dieser New Era Cap definitiv nicht falsch, meine Freunde. Als nächstes ein Shirt von der Marke Champion. Champion, eine Marke, die ist oft im Hype, aber auch nicht übertrieben im Hype. Ist nicht sehr teuer. Gibt auch einige Produkte, die wirklich sehr teuer sind. Aber hier haben wir zum Preis von knapp 15 Euro ein Champion Shirt, was mega nice aussieht und was wirklich cool ist. Wie gesagt, 15 Euro. Hat eine gute Passform, fittet cool, da macht ihr nichts falsch. Und Achtung, kleine Randinfo, dieses Produkt ist von Champion direkt. Deswegen ist es auch kein Fake-Produkt, nicht dass der eine oder andere sagt, ja John, du machst ja auch Fake-Produkte. Kurz zu erwähnen ist auch noch, all die Produkte, die ich euch hier vorstelle, sind Produkte, mit denen habe ich keine Verbindung. Also ich kriege dafür kein Geld oder habe auch unten keine Links eingefügt, wo ich was verdiene, sondern einfach nur Links eingefügt, wo ihr raufklicken könnt und direkt zu den Produkten kommt. Wie gesagt, ein cooles Shirt. Ich würde euch empfehlen, das eine Nummer zu groß zu kaufen, damit das ein bisschen lockerer fittet, weil das Shirt ist eher so ein sportliches Shirt, das wirklich true to size fittet. Und das würde ich jetzt nicht unbedingt so feiern. Zu viel Oversize mittlerweile auch haut, aber eine Nummer größer ist bei dem Shirt definitiv etwas, was ich euch raten kann, Freunde. Jetzt noch 2 Produkte. Die letzten beiden Produkte sind von der Marke Urban Classics. Eine sehr coole Marke, Streetwear-Marke. Steht für gute Qualität zu guten Preisen. Nicht übertrieben hohe Preise. Wie gesagt, geiles Ding. Machen oft Sachen nach, wie zum Beispiel Zara das bei größeren abguckt, macht das Urban Classics auch. Ganz normal, logisch. Hier habe ich euch eine Hose raus für den Sommer, obwohl es gerade hier, wenn ich jetzt hier aufs Studio rausgucke, sehe ich Regen, es ist zwar kalt, aber der Sommer wird hundertprozentig kommen. Und hier habe ich eine coole Basketball-Shorts für euch rausgesucht, ähnlich wie die von Fear of God. Eine sehr nice Hose zum Preis von 25 Euro, macht die da definitiv nicht falsch. Ist eine Hose, die kann man immer tragen im Sommer zu einem normalen Anlass, im Alltag rocken. Die ist nicht zu sehr sportlich, da sind jetzt keine Sportmarken drauf, ist kein Wappen drauf von einer Sportmannschaft. Das feiere ich an der Hose, ansonsten meistens diese Hosen
meist mit irgendwelchen Wappen oder Vereinslogos versehen und das hier hat einfach nichts, hat einen sportlichen Touch. Aber wenn ihr das Ganze mit ein paar coolen Sneaker verbindet und verknüpft, habt ihr definitiv einen coolen Look. So Freunde, wir bleiben auch bei Urban Classics, wie angekündigt, und hätten hier ein Sweatshirt von der Marke Urban Classics. Ein geiles Shirt, ein schwarz, basic, am Kragen steht hier Urban Classics, das haben viele Marken mittlerweile gemacht. Acne Studios, Peso, Nike hat das jetzt auch gemacht, so viele Marken haben das gemacht. Maskulin hat das sogar jetzt, glaube ich, auch gemacht. Deswegen kommt nicht an, ja, das ist ein Acne Fake oder sonst was. Ist ein cooles Sweatshirt, macht ihr definitiv nichts falsch für diesen Preis. Einfach schwarz, basic, am Kragen steht noch was drauf, wie gesagt. Cooles Ding, fairer Preis, geile Qualität, bleibt hier true to size, übertreibt nicht hier mit dem Oversize Look. Und dann habt ihr auch ein cooles Sweatshirt, das ihr immer wieder anziehen könnt. Ja, meine Freunde, das waren 5 Produkte, die ich mir für euch rausgesucht habe. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Video fandet und ob ich mehrere dieser Teile machen soll. Ich finde es aber einfach persönlich immer wieder... Es ist einfach schwierig, gute Sachen rauszusuchen, weil man auch nicht jeden Scheiß, der gut aussieht, empfehlen möchte. Deswegen, aber wenn euch das Ganze gefallen hat, setze ich mich gerne mal in nächster Zeit wieder mal hier ran und setze mich am PC, an den Laptop oder sonst wo und suche euch neue Pieces raus, die zu einem guten Preis euch glücklich machen werden. Das war's mit dem Video. Aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Abonniert den Kanal, kostenlos natürlich, und ich verabschiede mich für euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.